Du siehst, ich lasse die alle kurz liegen. Boom, und komm da unten raus. Versuch immer wirklich dynamisch zu drücken. Ja, das habe ich gesehen. Startkraft explosiv. Explosiv. Wichtig ist natürlich, dass hier die meisten sparen das untere Drittel aus. Die lassen runter und dann puff. Das letzte Stück lassen sie mal plumpsen. Ja. Das ist aber genau das Stück, was ihr nicht ausspannen dürft. Auch wegen der Gains, Leute. Dann werden die Muskeln mehr beansprucht. Ne? Was mir aufgefallen ist, du benutzt so gut wie kein Equipment. Also habe ich bis jetzt bei dir noch nicht gesehen. Ich versuche, um deine Frage nochmal zu beantworten, so wenig wie möglich mit Equipment zu arbeiten. Weil das sind im Prinzip Krücken. Mal erlaube ich mir Gewichtheberschuhe. Aber nur, wenn ich irgendwie stark sein will, stark sein muss. So, beim Aufwärmen oder beim gezielten Herantasten mache ich eine Minute Pause, mache immer nur wenig Wiederholung, um dann wirklich dann bei meiner Arbeitslast anzukommen, um zu gucken, wie stark ich überhaupt bin an dem Tag. Weil jetzt in der Diät weiß ich überhaupt nicht, wo ich ankomme. Also gehe ich einen relativ kleinen Schritt hoch, ja, genau. Um dann zu schauen, wie viel Saft heute drin ist. Und weißt du noch, was du beim Training davor gedrückt hast? Selbstverständlich, natürlich. Und daran orientiere ich mich, auch in der Diät, um meine Kraft zu behalten. Ja. Möglichst, ja. Oder um zu wissen, okay, meine Kraft geht extrem runter, muss ich mir irgendwas einfallen lassen, Kalorien wieder hochschrauben oder irgendwas. Oder mich einfach damit abfinden. Jungs, wenn ihr zu zweit trainiert, lasst euren Partner alleine trainieren. Nehmt die Finger weg von der Hantel. Lernt alleine Kraftübungen zu machen. Ohne immer mit Hilfe. Da könnt ihr keine Kraft aufbauen. Der Speed ist immer noch da. Speed ist noch da. Ist auch ganz wichtig, wenn ihr schwerer werdet. Das heißt, egal wie wenig oder viel Gewicht ihr drauf habt, versucht immer maximal zu beschleunigen unten. Das geht aber nur, wenn ihr eine ganz, ganz kurze Pause habt. Wenn ihr unten plumpst, ist nichts mit Beschleunigung. Dann habt ihr die Startkraft nicht. Könnt ihr die Startkraft auch nicht aufbauen. Du stoppst deine Pausenzeiten. Ich stopp meine Pausenzeiten, damit ich auch sicher gehe, dass ich genug Pause hatte. Ja. Ja, wenn du Diät machst, bist du eigentlich ein bisschen fitter, willst schnell fertig werden. Und dann tendiere ich dazu, die Pausen zu kurz zu machen. Und ich denke, man kann auch besser sehen, ob man besser oder schlechter geworden ist im Vergleich zum Training davor, so wenn die Pausenzeit gleich ist. Wenn du einmal 5 Minuten hattest und auf einmal 3, kannst du nicht sagen. Das wird mein erster Arbeitssatz. Als Ziel habe ich mir 6 Wiederholungen vorgenommen. Wenn ich die schaffe, bin ich erstmal genauso stark wie beim letzten Mal. Schauen wir mal, ne? Ja, die schaffst du. Mal sehen. Wenn nicht, dann nicht. Ja, sind drin. Hoch, locker. Sind zwar drin, aber sie waren nicht ganz so leicht wie beim letzten Mal. Okay. Ja, also man merkt schon, aber gut, immer noch 6, passt. Ja. Ab geht die Post. Ja, sehr sauber, weiter so. Komm. Und easy! Boah. Ja. Die Maschine muss erstmal in Gang kommen. Ich dachte, der war sogar besser als der davor. Ja, der war besser. Der war nicht so taghaft. Die Hand lag ein bisschen besser. Ja. Manchmal liegt sie so komisch in der Hand. Ja. Und wie viel Gewicht ist das? Das ist unwichtig. Wenn jemand fragt, das ist immer zu wenig. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich unwichtig, aber ich bin mir sicher, dass einige das drunter schreiben. Ah ja, das kann sie. Die wollen immer wissen. Die wollen es immer wissen. Ich kenne doch meine Zuschauer. 160, 6er. Das Gute ist, ich weiß, ich kann die 200 drücken. 2006 bin ich mal deutscher Meister geworden. Boah, das ist schon wieder, oh Gott, fast 10 Jahre her. Ja, die Zeit rennt. Wahnsinn, ey. Jetzt ist das Gewicht aber doch schon interessant. Das waren 2,30 oder 2,40, ich bin mir nicht mehr sicher. Alter, aber ich habe mal ohne Hemd habe ich mal 2,22,5 gerückt. Und das hat für einen ostdeutschen Meistertitel gereicht. Das ist doch gar nicht so lange her. 2012 oder 2013. Aber da bin ich ein bisschen stolz, weil 2,25
Das ja, war schon... Kann man auch sagen. Allerdings bin ich natürlich auch schwer, das darfst du auch mal nicht vergessen. Kraft steht immer in Relation zum Körpergewicht. Wenn du natürlich schwer wie Sau bist, dann relativiert sich die Leistung auch recht schnell. Ja. Die ist jetzt mit anstrengend. Komm, die schaffst du. Komm. Hoch. Also mal sehen, was der vierte Satz mit sich bringt. Ja, aber du konntest deine Kraft selber gut einschätzen. Also du wusstest, ja, der wird schwer, aber hast den dennoch versucht. Ja, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Also auch für Anfänger, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann drückt ihr halt nicht, dann wartet. So, fertig. Und dann macht ihr halt noch einen Satz mehr. Macht ihr statt 5x5, 7x5. Du erinnerst dich an unser Kniebeugetraining? Ja. Ja, da haben wir auch an, wir wollten 5x5 machen. Oder wir haben gesagt, wir machen ein paar Sätze. Haben uns dann halt 10 Sätze. Ja. Ja. Und ich wurde immer sicherer. Ganz genau. Und bei dir, aber ich, jetzt wo ich die Sicherheit anspreche, bei dir sieht jede Wiederholung gleich aus. Ja. Das sollte das Ziel sein, oder? Ja, ich hatte meinen Klienten, der sagte, Johannes, bei dir kann man eine Schablone drauflegen, hat er gesagt. Aber so muss das eigentlich sein. Letztes Mal habe ich im vierten Satz nur 5 geschafft. Ja? Mal sehen, wie viel es heute sind. Heute sind es 6. Ja, schau mal. Ich will 6 sehen. Das wäre doch geil. Siehst du, so oder so. Siehst du. Komm. Jeder Wiederholung gleich. Genau. Und explosiv. Konzentrier dich hoch. Feuer. Ja. Komm. Juhu. Hammer. Gesteigert. Hammer, heftig. Mann, Mann. Hatte ich irgendwie im Gefühl. Das wollte ich sehen. Passen. Wollte ich sehen. Wollten die bestimmt auch sehen. Das ist eine geile Sache. Das war leicht. Also war so leicht, dass ich mir überlege, eigentlich kann man noch einen 5. machen. Aber was ist eigentlich? Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ja. Gerade in so einer Diät, viele geben ja nochmal Vollgas und machen noch mehr, als sie sollten. Jetzt geht es darum, Muskulatur zu halten. Und das scheint mir offensichtlich ganz gut zu gelingen. Okay. Jetzt kommen wir zur nächsten Übung, das wird ein Supersatz sein, also Supersätze. Und zwar eine Isolationsübung für die Brust. Wir machen einfach fliegende, zack, zack. Und Kabelrudern im Sitzen. Dehnen und anspannen. Tja, fuck. Wow. Gleich hinterher. Krass aus. Sieht aus wie ein Bodybuilder, meinst du? Du siehst aus wie ein Bodybuilder. Was war jetzt das Ziel davon? Also du hast ja jetzt sozusagen antagonistisch trainiert im Supersatz. Ganz genau. Warum? Warum? Was Spaß macht. Im Trainingsprogramm geht es darum, primär heute die Brust zu trainieren. Alles andere ist begleitend. Ja, also man trainiert dreimal die Woche Oberkörper, hier wäre es mit 3 verschiedenen Prios. Und alles andere kommt mit oben drauf. Ich versuche das Ganze natürlich zu intensivieren. Deswegen werde ich Supersätze. Und auch ein bisschen Gas zu geben. Okay. Und fertig zu werden, weil wir den Volumen brauchen. Ewig. Mhm. Sprich, du trainierst dreimal die Woche den gesamten Oberkörper. Einmal mit Fokus Brust, einmal Fokus Schultern. Und der im Moment ja. Und der dritte Fokus liegt auf Rücken oder was? Genau, einmal Brust, okay. Schultern, Rücken. Das ist ein Trainingsprogramm von Klaus Maibaum. Schönen Gruß aus Hamburg und Olympic. Ich war skeptisch, muss aber jetzt sagen, dass es mir hilft. Ja, vor allem in der Diät, du hast halt eine schwere Übung, also habe ich es zumindest gemacht. Eine Prio und der Rest kommt halt nebenbei.
aber nie zu schwer machen. Das ist eine Isolationsübung, da geht es darum, die Muskulatur zu dehnen, zu kontrahieren, richtig zu spüren, weißt du, alles andere. Gerade bei Anfängern, Alter. Ja, wenn ihr mit 20 Kilo Kurzhandelrücken macht und mit 15 Kilo fliegen, dann läuft was falsch. Also achtet, leicht gebeugter Arm, maximale Bewegung auf der Brust und aus der gedehnten Position wieder zurück. Richtig spüren, wie die Fasern sich öffnen, weißt du? Für Oscar! Gib mir zwei Stück! Fitness Oscar! Reicht, ey! Reicht wirklich! Komm! Das ist nicht irgendein Training, das ist ein gutes Training! Komm! Der Rücken liegt mir einfach nicht so, ne? Muss ich mich enorm konzentrieren, den Muskel auch zu treffen. Also der größte Fehler, den ich früher in meiner ersten Vorbereitung begangen habe, war die Tatsache, mit den Kohlenhydraten extrem weit runter zu gehen. Low Carb, No Carb, irgendwie 60 bis 80 Gramm. Und dann beim Training einfach nicht mehr die Energie zu haben und dann nur noch leicht rumzupumpen. Weißt du, du hast einfach keine Kraft mehr. Dann setzt du dich hier an eine Maschine, da an eine Maschine, machst irgendeinen Klimbim, verlierst den Fokus, wirst immer schwächer und schrumpfst einfach nur. Okay. Und transportierst dann die Muskulatur, die du hast, nicht mehr auf die Bühne. Ich meine, dünn werden kann jeder, ne? Mhm. Kunst ist es halt, die Substanz zu halten. Also Leute, vielen lieben Dank. Vielen, vielen Dank für euren Zuspruch. Zur Motivation. Ich meine, sonst habe ich Wettkämpfe gemacht. Die Motivation ist nicht da. Das ist jetzt YouTube. Meine Motivation ist wie ein Medium. Okay, pass auf, nächste Übung. Jetzt kommen Supersätze. Schultern, Trapez. Okay. Okay? Welche Übungen? Ja, irgendeine Überkopfdrückübung und dann mache ich noch Shrugs. Machst du die schwer, die Schulter? Begleitend 10 bis 15. Okay. Ich ziehe meine Schuhe mal aus, damit ich im Stand einfach noch stabiler bin, ne? Da muss man die Übung spüren, das ist wie jede andere Übung. Das ist auch Isolation. Das ist nur ein Gelenk, was sich bewegt. Mhm. Wenn die Nackenmuskeln nicht richtig arbeiten, viele lassen die immer vorne stehen. Was machen wir die? Ja, genau, die Taube. Die Taube, genau. Stimmt. Weißt du, wofür ich Supersätze mag? Du bist schneller fertig, hast eine große Herausforderung und du wirst auch fitter dadurch. Ich will nicht nur irgendein Pumper sein, der drei Schritte macht und dann fertig ist. Trinkt genug beim Training. Ich sehe ganz viele Leute, die trinken zu wenig. Wenn ihr einen Pump haben wollt, dann trinkt Wasser. Damit eure Muskeln sich auch vollpumpen können. Echt jetzt für den Pump? Das ist ganz wichtig, natürlich. Klar. Sehr guter Tipp. 80% des Muskels ist bestimmt das Wasser. Also bei einer Armschwäche würde ich wirklich sagen, einen Tag gezielt nur Arme trainieren. Aber trotzdem nicht vergessen, dass auch Klimmzüge, Bankdrücken, Schulterdrücken, Rudern die Arme dick machen. Mit Gefühl die Muskeln reizen, ist halt nur eine begleitende Übung. Nicht überbewerten, Leute. Stoppt den Bizeps-Curl-Wahnsinn. Hätte da auch 10 Kilo mehr nehmen können pro Seite. Aber ich habe keinen Bock auf Hantel schwingen. Außerdem, je mehr ihr auf Diät seid, desto höher ist eure Verletzungsanfälligkeit. Ne? Also auch da ganz doll aufpassen, gerade Ellbogen. Klassiker für die Diät. Ne? Im Moment ist es meine Lieblingsübung für den Bizeps. Die klassischen Konzentrationscurls ist eine Übung, die man lernen muss und wirklich können muss. Ansonsten kommt sie nicht da an, wo sie soll. Ja? Macht sie relativ dynamisch.
Das heißt, wie so ein Jojo, unten rein, zack, euch wieder raus, wie den Jojo. Gruß an Carsten Pfitzner, der war ein super Beispiel. Also stellt euch vor, ihr habt ein Jojo in der Hand. Zack. Ihr könnt ruhig den Arm nehmen und den so fixieren, denn der Oberarm bewegt sich gar nicht. Der Oberarm ist komplett hängt, komplett gerade und nur der Unterarm bewegt sich um ihn drum herum quasi. Ne? Viele weichen immer mit dem Ellbogen nach hinten aus, gehen ja aber aus der Muskulatur raus. Hier bleiben. Ne? Wie gesagt, erstmal mit dem Kleingewicht üben, ist ganz wichtig, dass ihr diesen Rhythmus reinkriegt. Ja, der linke Arm ist stärker, also fange ich immer mit dem rechten an. Tipp, ja? Immer mit dem schwächeren Arm anfangen. Das war's, mein lieber Oskar. Okay, cool. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, Oskar, du freust dich schon aufs Schneiden, auf den Schnitt und hast jede Menge Spaß mit dem Material. Vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Lust habt, schaut ihr mal meinen Oldschool-Diet-Diät-Vlog an. Sind jetzt mittlerweile schon 5 Videos. Wenn das Video draußen ist, sind es vielleicht schon 6. Vielleicht habe ich bis dahin noch abgebrochen, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Ich weiß es nicht. Findet es heraus.